So, ich nehme euch noch mal mit. Ich habe vorhin ein Video gemacht hier. Den Trade habe ich reingepackt. Ich packe den mal rein, das Video. Allerdings ist das eben abrupt gestoppt. Und da habe ich den Ausstieg nicht richtig dokumentieren können. Das tut mir natürlich leid, aber vielleicht ist das da doch interessant, der Trade. Deswegen, ich lade das Video mal nachher trotzdem hoch. Und ansonsten versuchen wir jetzt mal hier nochmal einen Einstieg zu kriegen. Wir sind oberhalb der 5-Minuten-Indikation. Die habe ich noch mit reingenommen. Und da sind wir jetzt am Indikator dran. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier einen kleinen Spike nach unten sehen, also dass er die Kerze nach unten bricht. Dann würde ich hier sofort eine Long-Position eröffnen, aber mit 10 Kontrakt. So. Gucken, was er jetzt macht. Ja, man sieht ja auch, die Zone, die spiked immer gerne wieder weg. Immer wieder gerne weg. Von daher müsste ich mal schauen, was das Volumenprofil sagt. Vielleicht sollte ich doch vielleicht ein bisschen später den Einstieg suchen, und zwar in dieser Zone hier oben. Weil da hat er natürlich dann hier dieses ganze Gewurschtel ausgenommen. Ansonsten versuche ich hier unten einzusteigen. Da haben wir noch ein High Volume. Das heißt, dort würde ich nochmal versuchen, Long einzusteigen, weil da sind wir noch genau in der Indikation drin. Und dann schauen wir mal, wo der Kurs hin möchte. Jetzt muss ich mich konzentrieren mal eben. So. Klar ist die Chance natürlich höher, wesentlich höher hier ausgestoppt zu werden, weil hier bricht er ja auch irgendwo Tiefpunkte raus. Und da kann es natürlich sein, dass er dann weiter runter schießt. Aber da habe ich auch einen relativ engen Stop. Ich hoffe, das kann ich gleich mal demonstrieren, wie das bei diesem Trade hier war. Das hatte ich, glaube ich, hier auf Video, bei dem vorherigen Video drauf gehabt. Da ist er mal kurz rausgespiked. Ich habe sofort auf Long gedrückt und dann habe ich einen kleinen Slippage noch gekriegt, weil er schnell nach oben geschossen ist. Aber dann ist er auch nach oben gegangen. Ne? Und das will ich mir hier zunutze machen. So, da haben wir wieder den Ausbruch. Gut, wir gehen jetzt ein bisschen später Long rein. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen blöd reinkommen dann. Aber da haben wir dann dieses ganze Gewurm hier weg. Weil ihr seht, da der Ausbruch, da der Pull weg. Dann würde ich jetzt hier long reingehen normalerweise. Und dann kann es natürlich sein, dass er mich hier nochmal wegstoppt. Hier habe ich den Stop ein bisschen zu eng gehabt, aber das weiß man halt immer erst hinterher. Unter der Kerze wäre natürlich dann, ja, ein bisschen besser gewesen. Gut, da ist er raus. Jetzt gucken wir mal, wie er hier sich verhält. Das ist das, was ich meine. Er bricht da gerade raus und zieht dann nochmal runter. Wir sind aber im Long-Bereich. Ich würde jetzt Long probieren. Und zwar, wenn er die Kerze jetzt nach unten bricht, da gehe ich Long. Da setze ich meinen Stop. Ein bisschen Spielraum lasse ich ihn noch unter dem Volumen hier, falls er noch ein, zwei Ticks runter macht. Da haben wir jetzt einen recht günstigen Einstieg. Wenn der hochgehen wollen würde, macht er aber nicht. Okay, dann habe ich einen kleinen Verlust-Trade gemacht, ist aber nicht schlimm. Und habe aber jetzt nicht einen weiten Stop von hier unten zum Beispiel. Und das wäre natürlich dann mit 20 Kontakten ein bisschen teurer. Deswegen schauen wir mal, was wir hier jetzt machen. So, wir sind noch oberhalb der Indikation. Wir sind hier noch oberhalb der Indikation. Da prallt er gerade ab. Okay, wenn er jetzt über den VPOC geht, gehe ich nochmal long. Na, komm. Na, will er nicht. So, ne? So. Da versuchen wir es jetzt mal. Da sind wir mit zwei Kontakten drin. Jetzt spekuliere ich auf den Ausbruch, denn dann hat er jetzt schon Fake gemacht, quasi. Nach falsch kommt schnell. Und deswegen mache ich mir das hier zunutze. Und hoffe natürlich, dass er nicht nur das Hoch antestet, sondern weiter nach oben zieht. Alle guten Dinge sind drei. Bisschen Puffer habe ich mir aufgebaut, da kann ich auch ein bisschen was riskieren. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt darfst du gerne ausbrechen, damit wir mal nach vorne kommen. Das muss ich mir aber sofort eine Notfalllösung einfallen lassen, falls er nicht aufgeht, weil alles komplett hier unten will ich nicht machen. Unter den Spike hier vorne setze ich meine ersten Orders hin. Da gehe ich dann halt mit einem halben
Position quasi raus mit 40 Kontakten. 20, nicht eine halbe Position, sondern mehr, aber da schließe ich das meiste, denn ich will ja jetzt, dass er ausbricht. Und wenn er jetzt hier Schwäche zeigt, will ich eigentlich gar nicht, dass ich dann weiter im Trade drin bin. Jetzt bricht er raus. Genau, jetzt kommt er auch. Den Take-Profit löschen wir nochmal eben. So, wir sind bei 50.000 gewesen. Jetzt macht er nochmal einen Pullback. Hoffe nicht, dass es ein Fake-Breakout wird. Wir sind hier an einer markanten Zone, darf man nicht vergessen. Gut, dann nehme ich euch gleich wieder mit, wenn hier was passiert. So, ich nehme euch mal wieder mit. Wir gucken, wir haben eine Ausbruchskerze. Wir haben ein neues Hoch gemacht von der Kerze. Also können wir uns das Volumenprofil anzeigen. Da ist mein Stop. Und da drunter gehen die Stops zumindest. Und den lasse ich dann halt unter dem Volumenprofil noch laufen. Falls er mich hier ausstoppt, sind die zumindest break-even. Und dann schauen wir mal. So, irgendwie, ah, jetzt kommt er gerade. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt da nicht wirklich viel, aber jetzt kommt er gerade. Wir sind bei 56.000. Wir waren vorher bei 47.000, haben ein bisschen was abgegeben wieder. Dann hoffe ich jetzt, dass er einen kleinen Pullback macht und dann Ausbruch. Jetzt haben wir da wieder das Hoch angetestet. Wir können das Volumenprofil einzeichnen. Da ist der VPOG. Also setzen wir da unten drunter, sichern wir uns die Gewinne ab. Den setzen wir auch schon Break-Even hier. Beziehungsweise jetzt fange ich an, die Gewinne aggressiv abzusichern. Gucken mal, 54.000 sind wir im Moment. Kriegen wir noch weiter? Wir sind gleich bei 60.000. Dann haben wir hier einen netten Gewinn von 13.000 Dollar gemacht. Schauen wir mal. So, wir waren im Long, das ist richtig. Wir haben auch hier die Long-Indikation oberhalb gesehen. Also haben wir alles richtig gemacht. Die Frage ist natürlich nur, wie weit geht der Kurs? Und da schauen wir mal. 57, 60. So, jetzt runter. Bis zum VPOG darf er. Dann will ich, dass er das Hoch nochmal antestet. Dann zeichne ich mir hier auch das Volumenprofil ein. Das ist auch wieder hier. So, die nächste Kerze. Hat noch Zeit, da testet er das Hoch an. Ihr seht es hier gerade eben, er testet das Hoch an. Also setze ich hier aggressiv den Stop weiter, um Gewinne abzusichern und hoffe oder spekuliere jetzt auf einen weiteren Ausbruch. Da haben wir den Ausbruch, super, wunderbar. Wo sind wir? Bei 59, wir sind bei 60.000, 13.000 Profit haben wir bis jetzt hier noch nicht realisiert, aber drin. Wir haben auch ein neues Hoch. So, da zieht er weiter an. Wir setzen das Volumenprofil an. Da ist mein VPOG. So, jetzt hat er aber stark rausgespiked. Was natürlich passieren kann, ist, dass er dann auch schnell wieder runtergeht. Deswegen sichere ich mir jetzt hier auch schon aggressiv dann Positionen ab, um Gewinne mitzunehmen. Jetzt will ich, dass er nochmal ein neues Hoch macht. Da macht er ein neues Hoch. Jetzt zieht er an. Und dann gehen wir da oben auch raus. Wir haben dann 62, 60.000, 61.000 haben wir gemacht. Netten Profit. Und bin ich doch mehr als zufrieden mit dem Trade. So kann man es natürlich dann auch machen. Ja, weiterhin viel Spaß und gut Trades.